Was haben all die Firmen in diesem Bild wohl gemeinsam? Sie versorgen italienische Haushalte mit Strom und Gas. Diese sind bekannt für ihre Gasherde, die schnelles Erhitzen beim Kochen ermöglichen. Online findet man in Italien ein breites Angebot an Tarifen. Etwa 94% des gesamten Bedarfs von etwa 293 Milliarden Kilowattstunden produzieren die Italiener dabei selbst. Der Rest wird aus dem Ausland importiert. Im Jahr 2015 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am tatsächlichen Gesamtverbrauch in Italien rund 16,5%, Tendenz steigend. Energiegewinnung durch Wasserkraft wurde dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Allerdings verlassen sich die Italiener auch noch viel auf Energieträger wie Erdgas oder Rohöl. Italien hat seine CO2-Emissionen von 2005 bis 2014 von ca. 470 auf 230 Millionen Tonnen gesenkt, womit sie in Tonnen pro Einwohnern gerechnet unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Einmal produziert, wird die Energie dann von den zu Beginn gezeigten Unternehmen verteilt. So zum Beispiel auch über dieses Elektrizitätswerk von Sorgea im Norden von Salerno, an einem Berghang des Stadtteils Frate. Von dem Werk führen Stromleitungen zu vielen Städten wie Salerno und Baronissi, aber auch über die Berge nach Cava di Tirreni. 2019 hat das italienische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in Brüssel seinen nationalen Energie- und Klimaschutzplan vorgestellt. Mit dem Plan legt Italien seine Ausbauziele für erneuerbare Energien bis 2030 vor. Die Europäische Union fordert bis 2030 von seinen Mitgliedstaaten einen Anteil von 30% am Bruttoverbrauch. Italien strebt allerdings sogar einen Anteil von 55% an. Die Gesamtkapazität ihrer erneuerbaren Energien wird demnach bis 2030 voraussichtlich von 54 auf 93 Gigawatt wachsen. Dabei wird künftig insbesondere der Solarenergie eine zentrale Rolle im Energiemix des Landes zugeschrieben. Durch sie soll bis Ende des nächsten Jahrzehnts die Hälfte der Stromkapazität aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Die andere Hälfte von Wasserkraft, Wind und Bioenergie. Die italienische Solarbranche kann auch für deutsche Unternehmen und Technologieanbieter viele Absatzmärkte eröffnen. Denn viele neue Projekte für Photovoltaik- und Windanlagen werden notwendig sein, um den ehrgeizigen Ausbau der erneuerbaren Energien in Italien zu bewältigen.